Ordinarien der Universität Saarbrücken 1965. Ein Student von damals. An der Uni war es ja wirklich sehr schwer, sich zu bewegen. Überall war die Würde praktisch Gestalt geworden in den Leuten, mit denen man zu tun hatte. Und er ging genau in die andere Richtung, hat gesagt, es gibt im Leben ein paar ganz andere Ansätze, und die hat er dann ausgesprochen, und zwar sogar noch melodisch und gleichzeitig auch noch vom literarischen Qualität voll. Da haben wir uns wiedererkannt. Es war wirklich kleinkariert und kleingeistig. Es war die Enge der Adenauerzeit, die sich noch fortgesetzt hatte. Und es war der Anfang einer Veränderung. Und in dieser Veränderung hat er dann Ausdruck gegeben, auf diese Art und Weise. Und zwar nicht irgendwie dogmatisch, sondern wirklich das Empfinden wiedergegeben. Die Bundesrepublik in den frühen 60ern. Ära Erhard, nicht mehr Adenauer, noch nicht große Koalition. Benno Ohnesorg lebt noch. Die Pariser Mai-Barrikaden behindern noch nicht den Verkehr. Doch die Ruhe trügt. Ostermarschierer sagen Widerstand an. Eine Friedensbewegung entsteht. Black and White Together. Die Bürgerrechtsbewegung in den USA liefert die Aktionsformen des Aufbegehrens, belagert von der Staatsgewalt. Die Vorherrschaft der Weißen wird in Frage gestellt. Die Dritte Welt meldet ihre Ansprüche an. Mit dem Ruf nach endgültigem Bruch mit der Nazi-Vergangenheit verbindet sich bei Arbeitern und Intellektuellen die Forderung nach mehr Demokratie. Eine neue Bewegung ist da, die außerparlamentarische Opposition. Das Publikum des Liedermachers Degenhardt, der sich jetzt der DKP anschließt. Hintergrund für diese Popularität waren, und so ist das ja immer, die Umstände, also die politischen, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Damals bildete sich eine Opposition, parlamentarisch und außerparlamentarisch, gegen den herrschenden rechtsbürgerlichen Block. Und das zeigte sich auch bald öffentlich, als Tausende in der Spiegelaffäre auf die Straße gingen. Und dann formierte sich so nach und nach ein Bündnis zum Sturz dieses rechtsbürgerlichen Konservativismus, ein Bündnis zwischen Sozialdemokraten, Sozialisten, anderen fundamental-oppositionellen und bürgerlich-liberalen, bürgerlich-fortschrittlichen Kräften. Und es kam zunehmend zu Kontakten zwischen ihnen. Die Damen und Herren aus der Belle Etage fanden es nicht mehr geht mit den Schmuddelkindern zu spielen, und die Schmuddelkinder waren sogar stolz, leider bis heute, wo die Leute aus der Belle Etage ja längst andere Spielkameraden gefunden haben. Dieser Appell, spiele ich mit den Schmuddelkindern, war da so etwas wie die ironische Feststellung dieses Sachverhalts, dieser Spielerei, und mit der sich entwickelnden APO, als ja man ganz ungeniert miteinander spielte, wurde das Lied noch populärer, ja sozusagen zu einem Schlager. Der Abo. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Hat er sich ein Haus gebaut, an jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchen stille Risse, ab an ihre Stelle Liese. Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen, schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick. Kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl, dann roch er an dem Schlug ins Richtigs nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Die Schmuddelkinder der Hafenstraße schätze ich ganz besonders, weil sie mit zu den Resten einer Fundamentalopposition gehören in diesem Land, die ja sehr wichtig ist. Sonst kommt nämlich so eine Gesellschaft schnell auf die Vorstellung, sie sei das Happy End der Geschichte, eine gefährliche Dummheit, die schnell in Barbarei umschlagen kann. Und dann, weil die Hafenstraße ein Gegenmodell entwickelt hat, zum Beispiel zu dieser sauberen, ordentlichen, blauäugigen, die Hamburger Elbsegler mit ihrer fürchterlichen Klarschiffhaltung
und natürlich ein Gegenmodell bildet gegen, überhaupt gegen dieses Paradies der Einkaufszahlen, des schöner Wohnens und schöner Lebens in diesem aus der Revenue prassenden Land. Und deshalb soll die Hafenstraße ja wohl auch platt gemacht werden. Sie sehen, es gibt Gründe genug, das Schmuddelkinderlied immer noch und aus vollem Halse zu singen. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.